Ja, es hat es überstanden. Ich drehe also auch ein drittes Video. Und in diesem Video stelle ich euch das GigaSet GX6 in aller Ausführlichkeit bezüglich seiner Eigenschaften vor. Ja, los geht's. Zunächst erstmal ein paar technische Daten. Die habe ich euch ja in jedem dieser Videos bereits eingeblendet. Deshalb auch hier eine kurze Wiederholung. Ja, das Wichtigste an so einem Smartphone ist ja das Display. Ob man etwas im Freien erkennt und dann noch auch im Sonnenschein, das will ich euch jetzt versuchen zu zeigen. Das Display, liebe Freunde, hat mich ehrlich gesagt bei diesem Smartphone bezüglich seiner Helligkeit nicht sonderlich überzeugen können. Das sind die Messwerte. Ihr seht, also die Messwerte sind ein Indiz dafür, dass es doch nicht sonderlich hell ist. Also 550 Nits erreicht es im Grunde genommen nicht. Und wenn wir das dann im Freien sehen, noch dazu im Sonnenschein betrachten, dann ist man etwas enttäuscht. Man kann kaum etwas erkennen. Man müsste dann ein schattiges Fleckchen suchen, um etwas genauer zu erkennen. Die Nagelprobe mit der Fotografie, die mache ich natürlich auch hier. Ich mache ein Foto und schaue mir an, ob ich das Foto gut erkennen kann. Schauen wir uns ein klein wenig in den Einstellungen des Displays um. Die erreicht man ja ganz normal, wenn man letztendlich nach unten zieht und dann auf dieses Zahnrad geht und dann in die Einstellung geht, dann hat man einen Punkt Display. Das ist die Anzeige. Wie funktioniert die Anzeige? Ich kann sie hell und dunkel schalten. Ich bevorzuge das dunkle Design. Ich kann natürlich auch einen Automatismus initiieren. Das ist die Helligkeit, von der wir ja gerade gesprochen haben. Das ist schon jetzt der hellste Wert, der möglich ist. Man kann es natürlich auch auf Automatik stellen. Nachtlicht ist auch möglich. Das bedeutet, in der Nacht wird es leicht abgedunkelt bzw. eingefärbt. Das ist die Möglichkeit, die Benachrichtigungs-LED an- und abzuschalten. Man kann die also auch abschalten. Manche mögen das nicht, wenn es ständig da blinkt, wenn eine Nachricht eintrifft. Also hier seht ihr, wo die platziert ist. Die ist am oberen Displayrand platziert. Gehen wir ein bisschen weiter. Die Bildwiederholrate, liebe Freunde, die kann man hier in drei Stufen einstellen, also 120, 90 und 60 Kilohertz. Ob das ein Vorteil ist, das weiß ich nicht. Wenn ich jetzt mit 120 Hertz arbeite, liebe Freunde, dann habe ich einen größeren Akkuverbrauch. Die Messwerte könnt ihr in meinem Textreview nachlesen, was ich euch dann am Schluss verlinke. Wir haben hier auch einen Bildschirmfarbmodus. Da kann man also die Farben ein klein wenig dann Geschmack anpassen. Das ist, glaube ich, alles, was ich euch jetzt zum Display zeigen will. Hier nochmal der Hinweis, dass wir also da so eine Öffnung für die Kamera im der Display-Anzeige hat. Das kann ich natürlich auch ändern. Hier oben ist es gut zu erkennen. Jetzt ist das bis oben gefüllt. Wenn ich das ändere, dann haben wir oben da, wo die Symbole sind, einen Rand. Und das könnt ihr natürlich auch euren Geschmack anpassen, liebe Freunde. Also ich bevorzuge das mit der Öffnung für die Frontkamera. Hier seht ihr, sind die Symbole abgesetzt vom Display. Was können wir noch zeigen? Schauen wir mal. Das war jetzt alles zum Display. Schauen wir uns mal an, wie wir das Display dann auch entsperren können. Da haben wir ja zwei verschiedene oder sogar drei verschiedene Möglichkeiten. Hier an der Seite befindet sich unter der Power-Taste oder in die Power-Taste integriert ein Fingerabdrucksensor. Der funktioniert tadellos, auch schnell, problemlos kann ich damit das Display entsperren. Wir haben noch eine andere Möglichkeit. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Fingerabdruck. Jetzt drücke ich diese Taste nur und sehe hier, ich habe hier auch ein Symbol. Hier ist diese Gesichtserkennung aktiv. Wie wir das jetzt konfigurieren können, das zeige ich euch einfach mal. Da gibt es diesen Punkt in den Einstellungen Biometrie und Passwort. Und dort könnt ihr jetzt, wenn ein Passwort schon gesetzt ist, natürlich dann auch die Fingerabdrücke hinterlegen, die ihr benutzen wollt. Es sind insgesamt 5 mögliche Fingerabdrücke. Und ihr könnt natürlich auch euer Gesicht dahinter legen. Ihr müsst hier natürlich den Code eingeben für die Möglichkeit, dass es mal nicht klappt. Hier seht ihr, ich füge jetzt einfach noch einen 5. Fingerabdruck hinzu. Das geht ruckzuck. Ich
verkürze das einfach ein bisschen. Der ist dann auch aktiv und schon habe ich alle Möglichkeiten des Fingerabdrucks ausgeschöpft. 5 sind hinterlegt. Natürlich kann ich das Ding auch mit Handschuhen bedienen. Das ist ja die Besonderheit dieses Smartphones. Ich zeige euch das jetzt gleich mal, wie das funktioniert. Hier habe ich zwischen Handschuhen und Display noch ein kleines Tuch gespannt, weil meine Handschuhe sind nicht ganz so dick, wie ich mir das wünsche. Also es geht überhaupt nicht zu bedienen auf diese Art und Weise. Und jetzt gehen wir in die Einstellung. Und zwar gibt es da auch den Handschuhmodus, den ich wählen kann. Und dann sollte die Bedienung selbst mit so einem dicken Handschuh möglich sein. Ich demonstriere das jetzt hier mit diesem Tuch und Handschuh. Funktioniert also tadellos. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, dass nicht nur ein Handschuhmodus möglich ist, sondern auch ein Unterwassermodus möglich ist, der dann das Display bei Berührung sperrt. Das ist leider nicht der Fall. Natürlich auch das User Interface, also die Bedienungsoberfläche, stelle ich euch kurz vor. Die ist Android 12 kompatibel, also die habe ich euch schon so oft vorgestellt, da sage ich nicht allzu viel dazu. Ihr wisst, man kann sliden oder man kann auch die Tasten einblenden, die früher immer üblich waren. Das ist jetzt gerade auf das Sliden eingestellt. Hier kann man das ändern. In der Navigationsleisteneinstellung kann ich jetzt auch die virtuellen Tasten mir einblenden lassen, beziehungsweise so, dass ich es auch wieder ausblenden kann. Das ist jetzt eher eine Geschichte, die müsst ihr selbst entscheiden, wie ihr bedienen wollt. Ich persönlich habe mich an das Sliden toll gut gewöhnt, funktioniert ganz toll zuverlässig. Und da gibt es sogar bei der intelligenten Unterstützung noch einen kleinen Hinweis, der 3-Finger-Bildschirm. Foto, Screenshot ist natürlich üblich, aber es gibt noch eine andere feine Geschichte, liebe Freunde. Wenn man mal ein bisschen weiter runter geht, hier die Seitenleiste kann man einblenden. Das heißt also, ich kann jetzt hier durch langsames Sliden und Anhalten, auf der Seite geht es besser hier euch zu zeigen, dann kommen so ein paar Apps, die ich konfigurieren kann und direkt erreichen kann, ohne dann die Apps suchen zu müssen. Wir haben natürlich Android 12. Verfügbar. Wir gehen in die Systemeinstellung, schauen uns da ein bisschen um. Die Systemaktualisierung ist möglich. Wir haben also OTA, das heißt, es ist eine Softwareaktualisierung. Die soll ja bis zu Android 12 reichen, hat GigaZ jedenfalls versprochen. Gehen wir mal über das Telefon. Was haben wir für Speicher zur Verfügung? Wir haben natürlich einen ROM- und RAM-Speicher zur Verfügung. Das ist der Gerätename von dem Smartphone und das ist die Android-Version mit den relativ aktuellen Sicherheitsupdate vom Februar 2023, liebe Freunde. Jetzt gehen wir einfach mal in die App, dann nutzen wir gleich die Möglichkeit, die ich vorhin gezeigt habe. Wir holen uns eine App und schauen mal so ein bisschen näher im System uns um. Wir haben ja hier diesen Octa-Core-Prozessor, wir haben einen kräftigen Akku von knapp 5000 mAh. Wir haben ein kompatibles Netzwerk, also ein leistungsfähiges Netzwerk. Es ist jetzt nicht Wi-Fi 6, kann ich euch nicht demonstrieren. Es soll wohl Wi-Fi 6 beherrschen, aber ich habe nur eine Wi-Fi 5 Router. Wir haben eine leistungsfähige Grafikanzeige, hatte ich ja auch schon erwähnt, dass wir hier verschiedene Bildfrequenzen möglich machen können. Wir haben einen leistungsfähigen RAM, sogar mit einem Z-RAM verstärkt. Wir haben einen großen ROM-Speicher. Wir haben einen aktuell modernen Prozessor. Wir haben das Android 12, habe ich ja schon gesagt. Wir schauen nochmal in das Netzwerk. Hier wird es momentan nur Wi-Fi 5 angezeigt. Ich habe keinen Wi-Fi 6 Router. Es soll aber auch Wi-Fi 6 kompatibel funktionieren. Das sind die Kameras. Die werde ich euch am Ende des Videos völlig komplett vorstellen. Optische Bildstabilisierung, das ist das Highlight von diesem Smartphone, liebe Freunde. Das werdet ihr dann gleich noch erleben. Hier sind die Möglichkeiten, Blitz, Video stabilisieren, optische Bildstabilisierung. Wir haben auch eine leistungsfähige Frontkamera, 16 Megapixel Kamera. Die hat natürlich keine optische Bildstabilisierung. Und wir haben auch noch ein zweites Objektiv, das kann man nutzen für Makroaufnahmen. Am Ende des Videos zeige ich euch die ganzen Aufnahmen, die ich damit gemacht habe. Interessant, wir haben eine 4K-Aufnahmemöglichkeit bei Videos. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wer nicht 4K will, er kann sogar mit 60 Frames pro Sekunde aufzeichnen. Wir haben natürlich auch leistungsfähige
Sensoren und einen Drucksensor haben. Und das ist also für ein Outdoor-Smartphone toll gut. Es gibt ja einige Apps, die den Drucksensor nutzen. Wir haben ein leistungsfähiges GPS. Da habe ich schon große Navigationsstrecken zurückgelegt damit. Eine Besonderheit dieses Smartphones ist natürlich auch eine zusätzliche Funktionstaste, deren Wirkung ich euch jetzt demonstrieren möchte. Die liegt auf der gegenüberliegenden Seite. Hier kann man das konfigurieren. Ich kann einen Einzelklick, einen Doppelklick oder lange gedrückt halten konfigurieren. Ich habe jetzt auf lange gedrückt halten das SOS-Starten gelegt. Diese SOS-Funktion, die ist vorkonfiguriert. Gehen wir da gleich mal rein in Sicherheit und Notfälle, und da ist die Nummer bereits hinterlegt. Es wird die 112 angerufen. Wer das nicht möchte, der kann natürlich hier an der Stelle eine eigene Notrufnummer hinterlegen. Ich mache das jetzt mal exemplarisch mit einer Nummer, die natürlich keinen Sinn macht. Das ist die Mailbox. Ich will es aber ja hier nur demonstrieren. Und wenn ich jetzt diese Taste lange drücke, dann sollte dieser Notruf ausgelöst werden. Also ich drücke jetzt hier diese zusätzliche Taste relativ lange und jetzt passiert's. Dann habt ihr gesehen, es wird also diese Nummer, die ich hinterlegt habe, angerufen, macht jetzt hier keinen Sinn, ist aber eben nur eine Demo für das Hinterlegen dieser Nummer. Wenn ich die wieder rausnehme, wird automatisch die 112 wieder eingestempelt und in der Regel die auch dann gerufen. Was können wir noch machen? Wir können die Taschenlampe noch drauflegen und wir können zum Beispiel auch hier, das mache ich einfach mal, das ist eine sehr nützliche Funktion, die nutze ich sehr, sehr oft. Und jetzt schauen wir mal, was wir alles drauflegen können. Wir können Funktionen drauflegen und wir können natürlich auch Apps öffnen damit. Also das ist ja wunderschön konfigurierbar und sehr, sehr nützlich. Also für viele wird es eine gute Unterstützung sein. Jetzt mache ich das mal mit Aufnahme starten. Dann mache ich ja gleich einen Exkurs in. Jetzt kann ich was aufzeichnen. Ich muss natürlich die vorher Akustik starten. Ja, das war eine Aufnahme. Jetzt und so kann ich was ziehen. Aufzeichnen. Ich muss natürlich vorher starten. Und jetzt hören wir uns noch den Lautsprecher gleich an. Das sind die oberen Mikrofone. Beziehungsweise da liegt das Geräuschdämpfungsmikrofon dahinter. Auch da starten wir eine kurze Aufnahme. Das ist eine Testaufnahme im Rahmen eines Reviews. Ich spreche jetzt in Richtung des unteren Mikrofons. Und hören uns die mal an. Ich wiederhole das, spreche jetzt in die Richtung der beiden oberen Öffnungen für die Geräuschdämpfungsmikrofone oder das Geräuschdämpfungsmikrofon. Das ist eine Testaufnahme im Rahmen eines Reviews. Ich spreche jetzt in Richtung des unteren Mikrofons. Ich wiederhole das, spreche jetzt in die Richtung der beiden oberen Öffnungen. Klingt also sehr manierlich. Jetzt hören wir uns den Lautsprecher nochmal an. Hatte ich ja schon im Wasserbad ertönen lassen. Abfragen mit 1. Einstellungen ändern. 3. Rufumleitung einstellen. D7. Ja, und der funktioniert natürlich auch bei YouTube ausgezeichnet. Hier mal ein Beispiel einer YouTube-Aufnahme. Das will ich euch auch nicht vorenthalten. Man kann auch das Display etwas größer ziehen. Und wir prüfen, ob dieses Wasserbad anstandslos überstanden wird. Wenn es danach lebt, werde ich ein drittes Video drehen. Da habt ihr den vollen Umfang des Displays jetzt ausgenutzt. Ja, ein Telefon ist ja schließlich auch zum Telefonieren gedacht. Und jetzt schauen wir uns mal um, wie das funktioniert in den bestehenden Netzen. Das ist erstmal eine Einblendung, welche Netze zur Verfügung stehen. Das zeige ich euch hier nochmal ausführlich. Wir haben ja hier ein
5G-Smartphone vor uns liegen. Jetzt gehen wir mal in die Einstellung. Ich habe hier auch eine 5G-SIM-Karte eingelegt. Man kann natürlich diese 4G-Anrufe auch benutzen zur Verbesserung der Tonqualität. Wir können auch das Smartphone, beziehungsweise wir können auch über das Wi-Fi telefonieren. Das muss man natürlich einstellen. Ich schalte es mal kurz ab, damit ihr seht, dass tatsächlich hier 5G angezeigt wird. Ja, ich empfange jetzt zurzeit ein 5G-Netz. Wie es ist, das werdet ihr gleich erleben. Da bin ich nicht besonders erfreut darüber. Jetzt schalte ich das mal ab, damit wir jetzt auch mal ein bisschen zur Pegelanzeige kommen kann. Also das Wi-Fi schalte ich jetzt sozusagen weg. Und jetzt seht ihr, wir haben hier im Zimmer ein minimales Signal. Also es ist nicht besonders stark. Der Sendemast, der liegt eine ganze Strecke weit weg, also 2,5 Kilometer. Deshalb bin ich etwas enttäuscht über die Leistungsfähigkeit der 5G-Strecke. Hier unten seht ihr mal die Messergebnisse. Ich habe das natürlich schon mehrfach getestet und gemessen, auch in der Nähe eines Sendemastes. Also wenn ihr weit entfernt seid, dann lohnt sich das jedenfalls im Vergleich zu 4G eher nicht. Ja, das sind die Messergebnisse, die sind natürlich nicht berauschend. Jetzt noch ein paar andere nützliche Eigenschaften, die mir besonders gut gefallen. Fangen wir an mit den FM-Empfängern. Ihr seht, der ist integriert. Man muss natürlich ein Kabel anschließen, also ein Headset-Kabel als Antenne, sonst funktioniert der nicht und kann man den auch gar nicht starten. Ich habe jetzt hier einfach mal gestartet, um euch einen Blick auf diesen FM-Empfänger werfen zu lassen. Ich habe das jetzt auf Lautsprecher gestellt, solltet ihr irgendetwas hören. Der Sendername wird angezeigt, aber, liebe Freunde, das RDS ist nicht komplett installiert, das heißt also, die digitalen Informationen, die die Sender mit ausstrahlen, werden hier leider nicht empfangen. Ich habe also alle möglichen Antennen angeschlossen, funktioniert nicht. Beim GS5 geht es hier eher nicht. Was wir haben, Stereoempfang, das ist wichtig zu wissen. Also wer eine gute Antenne und eine Nähe zum Sender hat, kann problemlos Stereo hören. Natürlich funktioniert auch das kabellose Schnellladen. Hier habe ich eingeblendet, wie eine kurze Demo aufgelegt, das Smartphone erkennt letztendlich über seine Antenne, dass es auf einer Induktionsspule sitzt und fängt an, das Smartphone aufzuladen. Wenn ich das eingeschaltet habe, ist die Ladeanimation eine andere. Hier könnt ihr das auch deutlich sehen. Speicherkarte können wir auch einlegen, allerdings dient die nicht zur Erweiterung des internen Speichers, sondern die dient als mobiler Speicher. Nutzbar ist es dann zum Beispiel in der Foto-App, dann könnt ihr die Aufnahmen auf die SD-Karte bringen. Da habt ihr unendlich viele Möglichkeiten, Aufnahmen zu machen, weil ja der Speicher hier bis zu 1 Terabyte betragen kann. Der interne Speicher hat ja nur 128 GB. Hier kann man dann auch sehen, die erscheint dann hier unten als SD-Karte und kann man darauf navigieren. Man kann sie entnehmen und natürlich durch die Aufnahmen, die sich darauf befinden, entnehmen. Ja, liebe Freunde, jetzt komme ich wie angekündigt zur Vorstellung der Kameras. Das ist tatsächlich ein Highlight. Jetzt gehen wir mal in die Kamera-App oder App. Das ist mir egal, wie das klingt. Jetzt seht ihr, das ist die schon beim GS5 vorgestellte App. Hier könnt ihr also auswählen, wo der Speicherpfad der Aufnahmen sein soll. Ich habe hier eine SD-Karte drin. Die Bildgröße 50 Megabyte ist möglich. Das ist dann schon das erste Highlight. Und noch viel besser ist, wir haben hier die Möglichkeiten, auch Wasserzeichen einzublenden. Das habe ich alles schon mal gezeigt. Also da gibt es keine besonderen Neuigkeiten. Hier unten haben wir eine Leiste. Da kann man also durchsliden, welche Dinge man gerade tun möchte. Video, Bild, Porträt, Zeitlupe und so weiter. Da fehlt ein bisschen was. Da gibt es nämlich auch den Einstellungsreiter mehr. Man kann das natürlich auch für die Frontkamera tun. Man kann Nachtaufnahmen auswählen, Video, Bild, Porträt, Zeitlupe und mehr. Und mehr, da kommen noch eine ganze Menge andere Dinge zum Vorschein. Die liegen so ein bisschen brach. Wer sowas braucht, was hier liegt, da kann sich das hochholen in die Leiste. Das finde ich auch nicht schlecht. Man kann also diese Sliding-Leiste konfigurieren. Ich nehme jetzt einfach mal den
Codescanner mit hoch und dann könnt ihr den viel schneller erreichen, als in das Meer zu navigieren. Finde ich total gut. Das ist jetzt zum Beispiel ein Codescanner, der euch QR-Codes zum Beispiel scannen kann. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen in die Einstellung von Video. Das ist eben nämlich interessant. Da gehen wir mal rein. Was können wir? Wir können 60 und 30 FPS wählen. Jetzt sieht man da vielleicht ein bisschen besser. Ne? Man kann da wechseln. Aber was ich jetzt hier im Grunde genommen momentan nicht erkennen kann, wo ist denn nun diese 4K-Videoqualität? Wenn ich da drauf gehe, finde ich nur FHD. Das ist nicht 4K. Ne? Was muss ich tun? Liebe Freunde, das war schon beim letzten Mal so. Ich muss die Kamera-App zurücksetzen. Wenn ich die jetzt zurückgesetzt habe, das haben wir jetzt gerade gemacht, hier unten bestätigen wir mal das Rücksetzen, gehen dann wieder auf die Videoqualität. Hoppla, da ist auf einmal 4K vorhanden, liebe Freunde. Also nicht verzweifeln. Und jetzt zu den Aufnahmen. Die sind natürlich brillant. Also liebe Freunde, da sage ich überhaupt nichts dazu. Solche gute Aufnahmen habe ich mit noch keinem Smartphone aufnehmen können. Also da passt eigentlich alles. Da kann ich nicht viel mehr dazu sagen. Das sind wunderbare Aufnahmen, die mir persönlich sehr gut gefallen. Manchmal so fast wie ein Ölgemälde. Aber trotzdem die Auflösung, der Kontrast, die Farbwiedergabe, die Schärfe. Alles wunderschön gelungen, finde ich persönlich. Also die Kamera ist für mich an und für sich der Hauptgrund für das Kaufen, wenn man die Wahl hat, GX4 oder GX5. Also nicht das LDE, sondern die Kamera ist hier der Knaller, der Gewinner. Die hat mich total gut überzeugt. Und jetzt lasse ich euch einfach ein wenig noch allein mit den Aufnahmen. Wir testen jetzt die Videostabilität. Soll ja eine optische Bildstabilisierung haben. Ich laufe deshalb jetzt. Mal sehen, ob wir die Schritte erkennen. Also das Hoch und Runter des Schritte kann ich hier im Video erstmal nicht erkennen. Das heißt also, die optische Bildstabilisierung scheint gar nicht so toll schlecht zu arbeiten. Jetzt wackele ich mal künstlich ein bisschen so, ne? Da kommt das natürlich nicht in diese Geschwindigkeit mit. Also eine optische Videostabilisierung scheint hier wunderbar zu funktionieren. So, das Gleiche wiederhole ich jetzt, nicht nur der Akustik wegen, mit der Frontkamera. Da gibt es natürlich keine optische Bildstabilisierung. Das heißt also, da ist schon viel mehr Bewegung im Bild. Natürlich bleibt mein Face unverändert, weil ich habe es ja in der Hand. Das wackelt ja wohl kaum, aber eben das, was ich hier sozusagen provozieren kann, das ist dann nicht stabilisiert. Ja, manche bemängeln ja aufgrund der beiden Mikrofone die nicht zufriedenstellende Tonqualität. Deshalb jetzt einfach mal eine Aufnahme, in der ich schweige und wir versuchen mal die Umweltgeräusche wahrzunehmen. Ja, jetzt noch eine kurze Zusammenfassung, liebe Freunde, die halte ich kurz. Ihr habt ja alles gesehen und könnt es selbst bewerten. Kaufgrund ist für mich und bleibt für mich die Kamera, eine hervorragende Kamera mit optischer Bildstabilisierung, mit brillanten Aufnahmen, mit 4K-Aufnahmen, mit Slow Motion. Das ist tatsächlich gut. Dass das Smartphone 5G kann, das ist für mich kein Kaufgrund. Warum? Ich brauche auf dem Smartphone eher kein 5G, solche extremen Geschwindigkeiten, die das wohl möglich machen könnte, brauche ich nicht. Im Vergleich zu dem GX4 kann ich hier sagen, lohnt sich der Mehraufwand des Preises eher noch nicht. Alle Eigenschaften haben mir total gut gefallen, bis auf das Display, liebe Freunde, tut mir leid, das fällt bei mir durch. Das Display ist eindeutig zu dunkel für den Gebrauch im Freien. Natürlich ist es
nicht viel dunkler als das GX4, aber selbst das GX4 war nicht sonderlich hell. Also das gefällt mir nicht, habt ihr ja selbst gesehen, ist ein Manko für dieses Smartphone. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lange genug hat es gedauert, um dieses dritte Video zum GX6 euch zu bieten. Wem es gefallen hat, der kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Der kann auch mal den Daumen nach oben zeigen. Und um solche Dinge in Zukunft nicht zu verpassen, einfach meinen Kanal abonnieren. Es wird in Bälde noch ein Video zu dem dazu passenden QI-Schnellladegerät geben. Um das nicht zu verpassen, abonniert am besten meinen Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao.